Herzlich willkommen zu Camp und Grill, unserem kleinen Camp und Grill Kanal hier auf YouTube. Und um was geht es heute? Ums Licht. Ja. Heute geht es ums Licht. Ihr wisst ja, wir haben einen Moveo, teilintegrierten Thai 74 EB Einzelbetten. Der hat Ambientebeleuchtung im Salon, wie das so schön auf Französisch heißt. Und dieses Licht ist wie in einem Operationssaal. Also das ist unglaublich hell. Die ambiente Beleuchtung ist ja gleich nur heller als die andere. Da braucht auch ordentlich Strom, gell? Braucht auch ordentlich Strom. Und jetzt haben wir uns überlegt, einen Dimmer einzubauen. Das ist aber gar nicht mal so einfach, weil per se ist es scheinbar von Pilot bzw. Moveo nicht vorgesehen. Also da gibt es auch keinen zu kaufen. Und als alter Fernmelder habe ich jetzt ein bisschen hier in der Elektrokiste gefühlt, also hier unter der Bank schaut. Elektroblock, da müssen wir dann auch nochmal rein. Und habe auch einen Hilferuf in einer Pilot- und Moveo-Gruppe auf Facebook gestartet und habe dann zusammen mit einem Peter, den ich hier sehr grüße, der hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man das machen könnte. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir wissen gar nicht, ob es funktioniert, gell? Wir sind jungfräulich. Jetzt zeigen wir euch als erstes mal unser Licht. Und dazu machen wir jetzt mal erstmal alles dunkel, oder? Ja. Wir machen mal alles dunkel. Bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis. Das ist so, wie es ich gemacht habe. Das ist keine Anleitung. Kommt es nicht hinterher zu mir und sagt, ihr habt es genauso gemacht. Nein, nein, nein. Und es funktioniert nicht. Sondern so haben wir das gemacht. Gibt vielleicht auch andere Methoden. Schönere. Aber wie gesagt, das ist keine Anleitung. Ich bin zwar gelernter Fernmelder und weiß in etwa, was ich mache, aber wenn ihr an euren Wohnmobilen da hier so rumrudert und macht, dann macht ihr das selbstverständlich auf eigene Gefahr. Wie gesagt, keine Anleitung, eher eine Show, oder? Unterhaltung. Unterhaltungsshow. Wir haben uns auch tagelang wunderbar unterhalten. Mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen. Also, viel Spaß beim folgenden Video. Also, es ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, 3 Uhr nachmittags, gell? Also wir haben alles zugemacht, so gut es geht. So, Spottel. Und jetzt kannst du mal das Licht betätigen. Welches hättest du denn gern? Alle. Bah! So, schaut euch das aber an. Was da für Flutlichter drunter sind. Das ist der Hammer. Dann gibt es hier noch diese Spots, unglaublich. Da oben unser OP-Saallicht und diese ambiente Beleuchtung. Also in der Küche sieht man es am besten da unten. Oder hier. Oder hier. Das ist der Hammer. So, und das würden wir gerne dimmen. Letztendlich gehen vom Elektroblock 2 Kabel, also 2 Adern, in die Verteilung und die sind jeweils abgesichert und mit 10 Ampere. Und deswegen haben wir gedacht, wenn ich jetzt hier einen Dimmer mit 30 Ampere, dann sollte das reichen. Schaut, da ist die Tanja. Ja, und wo ist jetzt der blöde Verteiler? Den Elektroblock wissen wir ja. Und gestern hat es mir dann tatsächlich einer gezeigt. Und jetzt zeige ich euch, wo in unserem Moveo der Verteiler ist. Hier über der Tür, über dieser schönen Tür, Porte de Cellule, da ist ein Bredel. Und da ist zum Beispiel der Steuerkasten für die Truma drauf. Ja, und jetzt haben wir herausgefunden, wie kriegt man dieses Bredel weg? Warte mal. Jetzt. Hohe Kräfte. Sinnlos walten. Na? So. Jetzt sieht man Folgendes. Zum einen, dass da links und rechts ein Schnapper ist, wo das Bredel eingeschnappt war. Und hier oben, dieses Ding da, das ist der Verteiler. Und da müssen wir jetzt rausfinden, wo der Eingang ist, für die Beleuchtung. Schaut chaotisch aus.
aber es ist alles farbig markiert. Wir brauchen dann einen schwarzen und einen roten Draht. Also das sind die beiden Übeltäter hier. Da geht schwarz rein und da muss ich jetzt mal schauen, weil das ist hier so, dass mehrere quasi in einem drin sind. Und da müsst ihr herausfinden, welcher davon für die LEDs zuständig ist. Das ist ja ein ewiges Gewerch. Das ist jedenfalls der von unten kommende für die Plus. Und das ist der von unten kommende Minus. Und jetzt muss ich mal schauen, was die da gemacht haben. Jetzt habe ich, glaube ich, jeden einzelnen Minusdraht da raus. Das Licht da geht immer. Ich habe keine Ahnung, wo der sein Minus herkriegt. Aber du hast nur die auf der linken Seite rausgezogen. Ich meine, bin ja der totale Unprofi, wenn es um Strom geht. Da oben ist der Verteiler. Da sind die Lichter. Von da aus. Aber gehen da sind mehr schwarze die Träger. Roten und sonst was weg. Ich habe auch die, die nach oben gehen, rausgezogen, wo vier in einer Klemme sind. Und die auf der rechten Seite? Jetzt aber? Brauche ich, die habe ich auch rausgezogen. Also dieser blöde Streifen, das ist eigentlich genau der, den wir ja am hauptsächlichsten dimmen wollen, gell? Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Aber wie gesagt, ich zeige es euch mal kurz. Die da hier, die Orangen und Lilanen, die gehen da hoch und gehen dann zu den Spots. Das ist Plus in dem Fall. Und hier, wenn ich den Plus ausstecke, weiß gar nicht, wo die jetzt da, die gehen nämlich dann Richtung Schalter runter. Und hier geht einer auch rüber zum Richtung Schlafzimmer, der hier drin ist. Oh, habe ich ja nicht aufgesteckt. Und alle schwarzen hier, die hier, die hier, die hier, habe ich alle ausgesteckt. Wir geben ja nicht auf. Irgendwo muss ja dieser blöde Minus der schwarze herkommen für die Spots da drin. Jetzt haben wir mal in der Küche rumgewurschtelt. Jetzt müsst ihr euch mal anschauen, wie die Kirsten da gerade eingebaut ist. Oh. Die liegt da hinten am Ofen. Speisel, wink mal. Und da haben wir was gefunden. Nämlich einen ja, lila Draht. Lila müsste ja für die Spots sein, der dann in schwarz und rot geht. Also ein lila-schwarz. Schwarzes Kabel, oder, die dann in ein schwarz-rotes gesteckt wird. So, jetzt haben wir das ausgesteckt, weil ich vermutet habe, dass das das Minus ist von unserem Äumel da drüben. Und wenn man jetzt einschaltet, bleiben die aus. Aber die hier sind immer noch an. Die da oben, jetzt ist ein bisschen blöd mit dem Licht. Aber die und auch das über mir ist an. Das heißt, netter Versuch, gell, Sportl, aber es hat uns jetzt nicht weitergebracht. Und die arme Kirsten klettert jetzt gleich raus. Steckt zusammen und klettert wieder raus. Ist halt geil, habe ich gemeint, das ist so einfache Sache. Ich hau da schnell den Dimmer dazwischen. Ich weiß jetzt, wo die Kabel sind, dann steckst du da oben aus und alles geht aus und dann geht dieser blöde Dimmer. Diese ganzen LEDs gehen die hier noch. Also ich glaube, dass die einfach den Minus hier irgendwo abgezweigt haben. Das lila Kabel geht aber natürlich hier durch den Schalter durch, weil damit wird es einen ausgeschalten. So ihr Lieben, aufgeben ist keine Option. Das habe ich gestern jemanden aus dem Forum nochmal ewig lang gelabert und eventuell gibt es eine Lösung. Und die probieren wir jetzt dann einmal aus. Dazu ist wichtig zu wissen, ob der Dimmer einen, die Masse, also das Minus, ob das da durchgeht. Und das messen wir jetzt einmal. Ja, wir haben einen Dimmer, der hat Minus Input und Output außen. Hier habe ich mein Multimeter. Schauen wir mal, ob wir das sehen kann. Also ich gehe auf Minus und Minus und habe hier auf dem Multimeter einen Durchgang gehabt.
Seht ihr, 500 irgendwas. Also, sobald da was anderes steht als UL, geht's durch. So, das ist schon mal gut. Warum ist das gut? Weil ich da nicht die Masse sozusagen durchschleifen muss, sondern bloß einmal Masse anlegen. Und ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ich zeige euch das. Ich habe euch ja gesagt, dass wir gestern verzweifelt sind, weil, egal was wir gemacht haben, die Verteilung da drüben, also die LED-Beleuchtung, die Ambient-Beleuchtung, immer angegangen ist, egal was wir gemacht haben. Also die hat sich immer einschalten lassen. Und jetzt habe ich mal den Schalter rausgebaut. Und hier sind ja die beiden lila Adern, Leitungen eingesteckt. Eine davon geht hoch zum Verteiler und eine geht rüber zur Ambientebeleuchtung. Und dadurch, dass die zur Ambientebeleuchtung direkt drüber geht, habe ich hier oben, kann ich machen, was ich will, weil die geht da direkt drüber und holt sich wohl auch ihr Minus von da drüben. Jetzt verlängern wir, jetzt tue ich die Leitung, wie ihr gesehen habt, aus dem Schalter raus, verlängere die und versuche die nach oben zu kriegen, was halt eher Spaß ist, weil da ist wenig Platz. Ich weiß nicht, ob man es vor lauter Blumen auf dem Kleid sehen kann. Einziehhilfe. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Schaut mal. Ui, das ist vielleicht vorbeipest. Unten eingezogen. So. Und oben kommt es raus. Cool, oder? Findest du das cool? Hier. Warte, möchtest du nochmal hindeuten? Hier. Da oben. Von hier nach da. Also wenn das Kabel, das nach oben gehen soll, oder die Leitung, ich sage immer Kabel, es ist eine Leitung oder eine Ader, habe ich jetzt mal unten schon mal einen Stecker hingemacht. Hier. Und im Gegenstück im Schalter oder was dann nicht mehr im Schalter ist, habe ich eben so einen Steckverbinder drauf gemacht, damit ich die zwei dann zusammenstecken kann. Nächstes ist jetzt einmal das Kabel nach oben ziehen. Da haben wir ja diese Einziehhilfe und das machen wir jetzt einmal. Wir sind durch. Du hast das lila Kabel. Dann ziehen wir das jetzt mal so weit raus, dass wir dann da unten verbinden können. Genau. Da kommt ja schon mein Steckverbinder. Wo ist er? Da ist er. So, jetzt verbinden wir mal die zwei Leitungen da. Jetzt bauen wir das da rum. Also, verbunden. Wie man da oben sagt, sind wir oben. Und jetzt gehen wir oben in eine Steckerleiste rein. In so eine Verteilerleiste. Da ist nur eine ganze Leiste frei. Und das wird uns unser ganzes Plus jetzt dann machen. Jetzt machen wir ans andere Ende von diesem Kabel, das kürzen wir jetzt ein bisschen und machen einen Steckverbinder hier. Und gehen dann in die Verteilerleiste rein. Keine Ahnung. Eins nach dem anderen. Ich kann das nicht. Wir haben natürlich vor der Arbeit hier am offenen Herzen sozusagen die Sicherungen für Beleuchtung 1 und 2 am Elektroblock gezogen. Also hier oben freie Leiste, unser lila Kabel. Jetzt haben wir da hinten einen kleinen Haargummi. Das ist nämlich das zweite Kabel, das von unten hochkommt, beziehungsweise das von unten hochkommt. Und das geht hier in den Steckverbinder und dann gehen da drei weiter. Das müssen wir hier aufmachen und den Dimmer dazwischen machen. Also haben wir hier ein weiteres Kabel, auch in lila, beide Enden abisoliert. Eins kommt dann in den Ausgang vom Dimmer und eins dann von da aus in den Verteiler hinein. Das heißt, wir haben quasi dann einen Eingang in den Dimmer, das ist dieser abgezwickte oder noch abzuzwickende lila Draht, der vom oder Leitung, die vom Schalter kommt und dann weitergeht hier in unsere Beleuchtung hier. Die ist dann zusammen mit der da drüben und da dazwischen kommt der Dimmer. Das wird sehr, sehr spannend. Dem Mutigen gehört die Welt. Also, schaut mal, haben wir schön markiert, gell? Wir haben jetzt hier Dimmer-Ausgang,
Das geht dann weiter hier Richtung LEDs. Und jetzt brauchen wir noch einen Dimmer-Eingang. Also, dem Mutigen gehört die Welt, oder? Sicherungen sind alle gezogen. Jetzt ist alles so weit verkabelt, dass ich hier zwei lose Enden habe. Den Eingang vom Dimmer und den Ausgang vom Dimmer. Ist der Schalter jetzt eingeschaltet, wo das Kabel, was rüber geht, zur Küche quasi raus ist und direkt hoch. Das ist jetzt oben. Das wird der Eingang vom Dimmer und das der Ausgang. Und wenn wir die jetzt zusammentun und hier werden alle LEDs hell, cool. Wir haben die Sicherungen gerade vor dem Test wieder rein verkabelt und verdrahten sie aber nicht. Das heißt, die Verbindung hier zu diesen Lichtern wird geschaltet über den Schalter da unten und die Verbindung zu den anderen wird auch geschaltet über den Schalter von unten, ohne dass die Plusleitung von hier drüben im Schalter ist. Jetzt können wir die zwei Enden auf Plus, Ein- und Ausgang schalten und dann braucht der Dimmer auf der Eingangsseite noch eine Masse und die holen wir uns da oben aus dem Verteiler, weil wir haben ja durchgemessen, Masse wird da einfach nur durchgeschleift. Also denke ich mal, wenn wir uns die da oben holen, müsste es gehen. Und ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr. Also, Minus habe ich schon draufhängen, ist jetzt ein graues Kabel, wird bei Gelegenheit gegen ein schwarzes ausgetauscht. Jetzt liegt er da, der Dimmer. Also mal schauen, Input von unten. Okay, alles angeschlossen. Spaltel, da stehst du so rum. Ja, ich habe ja keine Ahnung von Strom. Was machen wir jetzt mit der Sicherung? Die tun wir jetzt vermutlich wieder rein. Jetzt haben wir alles drin. Haben eingeschaltet und das ist ein Funkdimmer. Und über mir sind ja Lichter, gell, da. Und jetzt kann ich da sagen, ich mache aus, mache leiser, mache weniger und es rührt sich gar nichts. Und da müsste ich ja ein- und ausschalten können. Und da rührt sich auch nichts. Zumindest ein- und ausschalten müsste ja gehen. Die Löcher da drüben funktionieren auch. Jetzt vermute ich, müssen wir den Dimmer irgendwie pären. Es ist gut, dass da nur so ein kleines Stück Papier dabei ist. Also hier das Wiring, das haben wir ja. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob man den irgendwie pären kann. Der Tag dann auch, ihr hört es vielleicht. Es regnet, wir hauen jetzt dann auch ab, irgendwie ein bisschen in den Süden heute Nachmittag. Ja, was ist passiert? Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe der Firma, die den Dimmer vertreibt, eine Mail geschrieben und habe gleichzeitig einen neuen Dimmer bestellt. Aber nicht von denen, sondern von jemand anders. Heute ist Freitag, wir wollen mittags weg. Ob das heute noch was wird, weiß ich nicht. Die haben mir aber geschrieben, ich soll mal versuchen, hier die Taste rauf und runter 10 Sekunden lang zu drücken, das könnte dann den Dimmer einschalten. Also die Fernbedienung und den Dimmer verbinden. Und das mache ich jetzt. Der erleuchtete wird da oben. Licht an. Ich kann mir hier einen Wolf drücken. Es passiert nichts. Gar nichts. Das habe ich aber im Internet gelesen, beziehungsweise bei Amazon, wo ich das Teil bestellt habe, dass einige auch nicht funktionsfähige Dimmer bekommen haben und erst der zweite oder dritte dann funktioniert hat. Vermutlich habe ich jetzt genau auch den Fall. Das heißt, wir sehen uns dann wieder, wenn der neue Dimmer da ist. Das ist eine ewige Geschichte. Ja, neuer Dimmer, neues Glück. Guckt mal, ich habe jetzt einen gekauft, den hier. Er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Und dieser Dimmer macht was, was die anderen nicht machen. Der dimmt nur über Plus. Das heißt, wir brauchen hier nur die Plusleitungen. Das haben wir ja alles noch drinnen. Ja, also hier wird. Jetzt ist das Spiel vergessen. Warte mal. Steht genau. Dimmer drauf. Da gibt es rein und raus Plus. Und dann braucht er ein Minus. Und hier drüben wird das geschalten. Über einen Kippschalter, den haben wir erkauft. Wo ist denn der? Und der macht dann hell und dunkel. Und den fummeln wir da oben ins Panel rein, oder? Der macht dann hoffentlich hell und dunkel.
Also die sagt er mal hell und dunkel. Also, das heißt, ran an unser Panel, alles raus und schauen, ob wir die Verdrahtung wieder hinkriegen. Zu diesem Behuf haben wir hier nochmal, weil wir zwei Kabel noch einziehen müssen für den Schalter. Das haben wir alles da und das richten wir jetzt her. Da sind wir ja schon Fachleute drin, im Panel runterreißen. Jetzt habe ich aber hier rumgefummelt. Also, der Dimmer bekommt hier einmal Ground, also Minus. Hier geht zweimal raus zum Schalter. Den haben wir hier. Und unten am Schalter hängt noch ein Eumel. Der geht zurück zum Minus. Und da muss ich theoretisch da oben noch Plus rein und raus anschließen. Und dann soll es gehen. Könnte es gehen. Also, wir verkabeln schnell oben, dann nehmen wir euch wieder dazu. So, im Moment recht fliegend verkabelt. Also, einmal Plus rein. Drüben links gebracht. Minus Masse. Zweimal abgehend zum Schalter. Und vom Schalter aus nochmal hoch zum Verteiler. Beide Minus habe ich mal oben im Verteiler geholt. Und jetzt verdunkeln wir und jetzt testen wir. Jetzt hast du alles dunkel gemacht, gell? Ja, so dunkel wie es nur geht. Und wir haben unsere Festbeleuchtung an. Dann gehst du in die andere Richtung am Schalter. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, es dimmt. Es funktioniert, oder? Ja. Mach nochmal. Ja, aber die Kamera hat ein Problem, das mitzunehmen, ne? Wurscht, doch, das sieht man schon. Dunkel, dunkel. Super. Geil. Schauen wir mal, ob da unten das Movio-Zeichen auch mitgeht. Also bei den Pilots ist dann der Pilot. Jetzt hat er ja nicht aufgeben, der Pilot. Er hat nicht aufgeben. Jetzt ist es so, es dimmt hier die Ambientebeleuchtung. Im Schlafzimmer dimmt es nicht. Da müssen wir überlegen, ob ich da vielleicht irgendwann einmal einen zweiten einbaue. Aber wie gesagt, uns war wichtig, hier gemütlich zu sitzen. Im Schlafzimmer schlafen wir doch. Also wir haben da eine wunderbare batteriebetriebene Lichterkette, also Pufflicht. Ansonsten, ja, das war's. Ich verlinke euch den Dimmer, der es letztendlich geschafft hat, unten. Da ist auch drin, wie man den verschaltet. Ich bedanke mich nochmal beim Peter Benkner, ohne dessen Geduld ich irgendwann hier das Wohnmobil verkauft hätte oder so. Der mir jetzt da den richtigen Weg und den richtigen Dimmer gezeigt hat. Hat dir den richtigen Weg gewiesen. Er hat mir quasi die richtige Erleuchtung gebracht. Jetzt dauert es so lange, bis wir fortfahren, gell? Ja, bis Freitag. Heute ist also, Montag. Heute ist Montag. In 4 Tagen können wir es dann live. Hoffentlich ist da bald dunkel. Es wird jetzt immer früher dunkel. Hier sitzen dunkel. Können. Es wird ja immer früher dunkel. Also, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Habe euch auch ein bisschen gezeigt, wie es nicht geht. Es war ein langer Weg. Es war ein langer Weg, aber er hat sich rentiert. Mein Scheiße. Unter gedimmtem Licht sitzen wir. Obwohl es hell ist draußen, weil es einfach so schön ist. Ja. Irgendjemand hat gefragt wegen Stromverbrauch. Weiß nicht, habe ich jetzt nicht gemessen. Wir sind froh, dass es funktioniert. Stromverbrauch müsste natürlich runtergehen, wenn man das hat. Wir werden das beobachten, wenn wir mal freistehen. Und ja. Wobei es selten zu sagen vorkommt, dass wir tatsächlich. Dass wir so komplett freistehen. Ja, ab und zu. Mal eine Nacht oder zwei. Ja, eine Nacht oder zwei. Und dafür ist es hier auch alles ganz okay. Das war's, oder? Ja. Also, solltet ihr Ähnliches vorhaben? Ich habe jetzt extra gesagt, nachmachen. Also solltet ihr Ähnliches vorhaben, wie wir das für uns gemacht haben, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Keine Gewähr, keine Garantie, keine sonst was. Macht es gut. Ciao. Servus. Oder? Gibt's was zu sagen? Super Wetter. Fangt es regnen an. Wir wollten gerade ein Video drin haben, das im Freien. Naja, kriegen wir hin. Also macht es gut.